Hey Leute, hier ist der Thomas Gaddon und ich werde für Germi das Video sprechen und ab jetzt für dieses Video aus Germis Sicht gesprochen sein. In diesem Video möchte ich den Gaming-YouTuber Fulltime Games analysieren. Ich analysiere ihn gerade am 13. Oktober 2016 um 13.47 Uhr. Und was mir als erstes aufgefallen ist, war natürlich sein Banner und sein Profilbild. Und ich finde beides sehr gelungen. Die Farbe Rot sticht sehr raus und sein Profilbild ist echt einzigartig. Die Frage ist aber, was er da beim Profilbild in den Händen hält. Er sieht für mich nach Boxhandschuhen aus. Aber definitiv klar, was das sein sollte, weiß ich nicht. Sein Banner ist auch überhaupt null voll gemüllt und ich mag es wirklich sehr, wie das meiste in der roten Farbe gehalten ist. Sein Kanalname Fulltime Games finde ich jetzt nicht ultra speziell, aber man kann vom Namen entnehmen, dass er Gaming-Videos macht. Sonst kommen wir mal zu ein paar Fakten seines Kanals und er hat derzeit 2423 Abonnenten, 62.987 Videoaufrufe und sein Kanal existiert seit dem 25. Februar 2016. Derzeit hat er auch 40 Videos hochgeladen. Man sieht ja ganz klar, wer mit 62.987 Videoaufrufen schon 2400 Abonnenten hat, der muss gute Videos bringen. Und er hat auch nur 40 Videos online, was heißt, dass er sich anscheinend für jedes Video viel Zeit nimmt und ich gucke seine Videos gelegentlich auch und ich kann ganz klar sagen, dass er sich Zeit für jedes Video nimmt und er lädt keine Videos hoch, die Müll sind. Dann gucken wir mal bei seinem neuesten Video rein und da sieht man, dass er kein Let's Player ist. Sein Content besteht hauptsächlich aus Review-Videos von Videospielen. Reviews sind übrigens Videos, wo man sich das Game genauer anschaut und es dann halt kritisiert oder auch lobt. Man bewertet sozusagen ein Spiel bei einer Videospiel-Review und er macht das auch auf einer witzigen Art. Ich bin echt erstaunt von ihm, denn er hat 40 Videos hochgeladen, was nicht extrem viel ist und normalerweise sind die meisten YouTuber am Anfang recht schlecht und seine Videos waren halt am Anfang seiner YouTube-Laufbahn schon sehr gut. Sonst sieht man bei seinem neuesten Video noch, dass er wirklich Zeit für jedes Video lässt. Die Thumbnails selber finde ich nur mittelmäßig, die Schriftarten treffen halt öfter nicht meinen Geschmack. Besonders dieses Final Fantasy Thumbnail, dort finde ich den Text im Thumbnail recht schwer lesbar. Und bei diesem Nintendo Direct Besprechungsvideo sind mir da halt zum Beispiel zu viele Charaktere drauf und es kommt mir halt ein bisschen chaotisch vor. Jedoch finde ich zum Beispiel das Thumbnail bei seinem neuesten Video ganz gut, aber am Ende ist es nur meine Meinung und seine Thumbnails von den ersten Videos sehen in meinen Augen schlechter aus als die von heute. Also ein Fortschritt ist zu sehen, sonst schauen wir mal bei einer seiner Videos rein und es handelt sich hierbei um ein 5 Monate altes Mario Party 2 Video. Ich habe zwar nicht jedes seiner Videos geschaut, aber dieses Mario Party 2 Video fand ich wirklich grandios und es ist von all den Videos, die ich bei ihm geschaut habe, mein Lieblingsvideo von ihm. Das erste, was mir aufgefallen ist, war dies, dass er das Video nicht mit Werbung vollmüllt, obwohl es sich dabei um ein echt qualitatives Video handelt, was Zeit in Anspruch genommen hat. Die Bewertungen sind über den Durchschnitt, also die Likes-Anzahl ist gut bis sehr gut und das Video hat auch nur 2 Dislikes. Das Video hat übrigens noch 1080p und 60fps. Dann schauen wir mal ins Video rein. Kennt ihr das? Ihr erreicht ein bestimmtes Ziel und freut euch so sehr, dass ihr am liebsten eine Party feiern würdet. Also ich schon, denn ich habe vor kurzem die 600 Abonnenten-Marke erreicht. Und wie feiern wir das? Mit einer... Moment mal! Ich kriege gerade gewisse Flashbacks. Kennt ihr das? Ihr erreicht ein bestimmtes Ziel und freut euch so sehr, dass ihr am liebsten eine Party schmeißen möchtet. Also ich schon, denn ich habe vor kurzem die 50 Abonnenten-Marke erreicht. Und wie feiern wir das? Mit einer Party! Einer Mario Party. Gott, war der Spruch dämlich. Da möchte ich mal zum Anfang des Videos ein paar Worte verlieren. Und zwar finde ich sein Intro ganz okay. Es ist auch nur 5 Sekunden lang und bei so einem Kanal, der solch aufwendige Videos bringt, finde ich so ein 5 Sekunden Intro sogar gut. Sonst hat er eine recht hohe Stimme und man könnte meinen, dass es sich im Video um einen 16-Jährigen hält. Aber in Wirklichkeit ist die Person hinter den Videos 21. Seine Stimme finde ich übrigens schön. Die Audioqualität in diesem Video ist auch perfekt und der Anfang des Videos ist wirklich ganz schön aufgebaut. Ich fand den Anfang des Videos halt auch irgendwie kreativ, falls man es so sagen kann. Die Videoidee finde ich auch klasse. Er hat ein ganzes Mario Party 2 Brett aufgenommen und dann kommentiert er, was auf dem Brett geschehen ist. Sonst bringt er ein paar Witze ins Video rein und editiert es noch, falls nötig. Sonst skippen wir mal weiter ins Video hinein. Sobald man auf ein Fragezeichen fällt, welches sich auf einer Brücke befindet, landet, wird man ganz am Anfang zurückgeschossen. Könnt ihr euch vorstellen, wie frustrierend das ist? Ich habe das Spiel vor einigen Monaten mal gestreamt und die dabei waren, erinnern sich sicher noch ganz genau daran, wie fast alle Spieler immer und immer und immer wieder zum Anfang zurück mussten, da man viel zu leicht auf ein Fragezeichenfeld kommt. Ich meine, schaut euch mal diese Brücke hier an. 3 Felder. 3 verdammte Felder. Kein Wunder also, dass Wario ebenfalls abgeschossen wurde. Ich gehe da auf Nummer sicher und nutze den Pilz, den ich in der Runde davor gekauft habe. Das
war ein voller Erfolg. Das Minispiel dieser Runde war nichts Besonderes, also überspringen wir das einfach. Versteht ihr, weil man da... Ich glaube, das reicht auch. Sein Content finde ich sehr einzigartig und es gibt kaum YouTuber, die sowas Ähnliches bringen in dieser Qualität. Großes Potenzial ist bei ihm vorhanden, aber dafür müsste es nur entdeckt werden und ich hoffe sehr, dass ihr mal ihm eine Chance gebt und bei ihm vorbeischaut. Guckt euch sonst noch dieses Mario Party 2 Video mal zu Ende an und überzeugt euch selber. Ich bin auch echt froh, den Kanal gefunden zu haben. Er war mal bei einer Expertenrunde dabei und dank dieser Expertenrunde kenne ich auch den Kanal Fulltime Games. Sonst sah ich öfter in den Kommentaren, dass er schon manchmal auf Kommentare antwortet und das ist positiv. Seit neuester Zeit bringt er auch Commentaries, wo er ein Thema behandelt und da gucke ich auch gerne mal vorbei, wenn es sich um Themen handelt, die mich interessieren. Für seine 2400 Abonnenten erreicht er auch pro Video etwa 1000 Aufrufe, was echt grandios ist. Er soll in meinen Augen einfach so weitermachen wie bisher. Natürlich wünsche ich mir noch ein Mario Party 3 Video, aber das weiß er schon bereits von mir. Ich beende dann hiermit auch die Analyse. Ich hoffe echt, ich konnte einigen den Kanal näher bringen. Und schreibt sonst gerne eure Meinung zu seinem Content. Ich danke noch jedem für die Aufmerksamkeit, die ihr mir geschenkt habt. Ciao Leute!